Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Rome Total War. Ja, jetzt kann ich endlich wieder mal ein paar Parts wieder aufnehmen, weil es ist Wahnsinn, wie viel Zeit ich für Livestreams brauche und alles vorbereiten und so weiter. Das ist schon schlimm. Deshalb, ja, tut es mir einfach leid, dass so wenig Parts kommen. Aber ich vergesse es nie, ich werde immer wieder bringen, auch von den anderen Projekten. Aber es geht manchmal einfach gar nicht. Also, mein Tag ist schon kurz genug, da muss da nicht noch alles noch zusammenkommen und verknüppelt sein und alles Mögliche. Ja, das ist klar. Das ist größer jetzt geworden, oder was? Um euer Leben. Das ist ja irgendwie klar, oder? Hat man einfach ein Schiff, wird man angegriffen. Setzt die Segel. Momentan Ich geht gehe es jetzt mal nicht weg. weiter. Dann habe ich auch wieder etwas entdeckt. Aber das kleine Schiff habe ich ja letztes Mal schon verstecken Euer Ehren. versuchen, aber wenn die Leute nicht Ja, mein Herr. an das Ort gehen können, Sofort, sofort. dann... Oh, das wird belagert. Ist jetzt jemand hier? Armenischer Diplomat? Diese Sofort. Seite? Ich werde sofort mit Gut. Ihnen reden. Kleinstadt wächst. Rhodos. Rhodos ist erst eine Kleinstadt gewesen. Eine hübsche Kleinstadt. Prima. Und Hochzeitsfeierlichkeiten. Memnon von Sparta. Agamemnon? Tino. Ah, Agamemnon ist geboren. Und nein, das ist der Vater gewesen. Okay. Was ist eigentlich? Rodos, Rodung unbedingt. Und hier mal alle fortbeten. Hä? Okay, in Halikarnassos tun wir jetzt einmal schauen. Müssen wir nichts machen. Hä? Machen wir eine Farmgemeinschaft für mehr. Einnahmen. Also ja, vergrößere und ist der Markt besser. Ach komm, wir machen den Markt. So. Und da hat man schon mal die Pflasterstraßen. Jetzt ist auch mehr Stau hier drauf. Auf der A1. Und rekrutiert haben wir einfach vorgebildet. Genau. Bündnis angekündigt, Makedonien und Haus des Bruti. Also jetzt reicht es, jetzt werden wir angreifen. Es reicht jetzt. Ist mir scheißegal, was jetzt passiert. Wir werden Larissa angreifen. Ja? Wir werden hier unten Korinth angreifen. Wir werden sie irgendwie rauslocken. Befehle, Befehle, mein Herr, Befehle, Befehle. So, und zwar. Wenn wir einfach mal rausgehen und wir werden mal hier hochgehen. So. Vorwärts, Dann vorwärts, werden wir Herr das Schiff Hinterhalt, holen sind bereit. und dorthin tun. Ja. Hier nehmen wir, ja, hier müssen wir gar Sind nichts nehmen. bereit. Ich muss unbedingt noch ein paar Dinge holen. Ja. Also gehen wir mal dorthin und ah, hier unten sind welche. Brauche ich eigentlich nicht hier hin. So. Einfach mal da drinnen bleiben, mal schauen, was die machen. Ja, eventuell machen wir ihnen einen Scherz. Also wir tun hier die Truppen hin. Und wenn sie die Stadt angreifen, dann werden sie sich von hinten angreifen. Aber sonst geht's halt nicht. Nochmal speichern, weil es könnte sein, dass die Truppen natürlich dann zuvor. Oh, Fraps hat er nicht aufgenommen, das Spiel ist abgestürzt. Meine Schwester ist noch reingekommen. Alles gleichzeitig. Ich bin schon ein bisschen weiter, also ich habe die Soldaten Vorwärts raufgetan. auf Hinterhalt, Doch nicht mein draufgetan, Herr. also machen wir das nochmal. Ich habe sie hier Weiter hochgetan. So. marschieren! Wir können nicht weiter, Herr. Ja. Wahrscheinlich geht es einfach nicht, weil ich eine Runde weiter war.
Dieses Schiff habe ich nach unten getan. Machen wir das direkt hier hin. Dann können wir die unterstützen. Und ich habe irgendwo. Ah ja, ich habe noch geschaut, ob wir Attentäter bald ausbilden können, aber es ist leider so, dass wir nirgendwo Märkte machen können, die groß genug sind für Attentäter. Kann ich etwas tun? Also machen wir da mal Handelsrechte und wir machen Karteninformation. Ihr habt nichts anzubieten. Okay. Mein Herr? Ist ja immer so. Ja, mein Herr. Wir sitzen da oben sind noch die Dings, die Küten, wie die heißen. So, und der da? Zu Diensten. Aha, der kommt hier hoch. Dann gehen wir dann zuerst hier hoch und dann rüber zu den Briten. Dann haben wir dort auch schon ein bisschen erkundschaftet. Also hier muss ich unbedingt die Agora machen für Attentäter. Machen wir die gleich mal. Und hier machen wir. Ja, wir müssen dann die Mauern machen. Hä? Gut. Aber sonst haben wir nichts mehr. Hä? Also. G13. Nein, G12,2. Also. Ah, der, aber der brauche ich ja nicht. So unbedingt steuern, selber. Da kommt noch ein Bruti runter. Und da ist auch noch ein Bruti, die wollen wahrscheinlich Frieden mit allen machen. Darum haben sie mit den Makedonier Frieden gemacht, aber die bekommen eins auf die Frisse. Lol, der Ivalfum ist auch. So sieht's aus, wenn die Römer schlecht sind. Also sie bekommen recht viel Probleme. Also wir müssen unbedingt gegen die Brutis kämpfen jetzt, sonst werden alle Römer zu stark. Ja, ja. Kannst du das toll machen? Von Karthago. Ich nenne es immer so, wenn einer einen Spion schickt zu mir, dann will er Krieg, also wir müssen aufpassen. Wieso machen ich nicht Krieg gegen die Brutis? Also hier haben wir ein Ding gemacht, genau. Ja, hier ist der Spion. Und Pergamum müssen wir gucken, was wir machen. Ich denke, wir machen Tempel des Nikes oder so. Ein Hafen? Komm, wir machen einen Hafen. In Thermon machen wir den Weg. Syrakus machen wir. Ja. Kydonia. Ja, da müssen wir Pflasterstraßen machen oder so. Und die Messana machen wir. Ah, Mann. Es kneift in der Nase. Da machen wir einen Schmied oder so. Ja, zuerst Kanalisation natürlich. Prima. Geht gut, also ich bin drin in diesem Spiel. Pontus und Skythien ist gut. Parthien und Pontus ist auch gut. Ja. Von mir aus können die sich Ding unterstützen. Ja, dann machen wir jetzt noch einen Krieg. Hä? Und zwar... Da. Vernichtet sie! Sieg und Ehre! Okay, das ist nicht so gut. Wenn die oben angreifen, dann habe ich da unten eine Chance. Sonst nicht, sonst müssen wir den Spielstand wieder laden. Hä? Ist natürlich nicht so toll, aber ich muss es halt machen. Ja, Kapitän. Du bist 23 und ein General, der andere nicht. Also kommst du mit. Vorbereiten auf Hinterhalt. Setzt die Segel. Wir können jetzt nicht weiter. So, in der nächsten Runde haben wir dann die zusammen und wir müssen eigentlich von dort oben oder so holen. Aber eben, wenn wir keinen Krieg machen, das verstehen die anderen nicht, wenn wir keinen Krieg machen, dann sollte das eigentlich so sein, dass die uns doch nicht mehr angreifen, oder? Aber die
greifen ständig dann an und das ist blöd. Deshalb brauche ich Diplomatengute, aber habe ich keine. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Aber ich muss einfach das Beste draus machen. Und die haben wirklich keine Truppen, die die Städte beschützen und so weiter. Das ist jetzt auch nicht so gut für den. Also machen wir noch eine Runde, hä? Diesen Paar. Ah, der drüben. Der drüben, der darf gerne dorthin gehen. Also es ist dort unten. Seht ihr das? So, hier sind sie. Und die haben schon Rebellen von den Toren. Oh je. Denen geht's nicht gut, hey. Todesfall. Diodoros von Gelas, der. Ja, der Korrupte. Der Schlechte ist. Tod endlich. Bau abgeschlossenen Markt in Helikarnassus. Ja, ich werde eine Holzmauer bauen. Eine Stadt ohne Holzmauer und so sonst ist nichts. Germanen und Gallien. Ja, die haben jetzt wirklich Krieg beendet und Bündnis angekündigt. Oh, das hört sich nicht so gut an. Ja. Ja, vorbereiten auf Hinterhalt. So, wir greifen die Schwachen zuerst an. Ein ruhmreicher Sieg. Angriff. Warum greifen sie gleich mal in einer Schlacht an? Ja? So, dann haben wir noch eine Schlacht in diesem Part. Und ich denke, die Schweden ist zum Angehen. Ich werde ja auch eher ein bisschen schneller machen, wenn nichts passiert. Also. Der düstere, schreckliche Tag dämmert. Aber wie schrecklich erst für unsere Feinde, die jetzt den Söhnen von Herkules, Achilles und Zeus gegenüberstehen. Die Angst schwächt ihren Mut. Bald werden einige von uns tot sein. Die anderen werden auf sie anstoßen. Doch nun kämpft mit Ehre. Yeah. So. Also jetzt müssen wir die spartanische Armee, die haben wir noch eine. Ja, denke ich schon. Werde ich nach vorne tun und die gleich dahinter. Sehr schön. Die werde ich zum Backup auf die Seiten tun. Und zwar so. Und die Bogenschützen natürlich dahinter. Und die davor. Jetzt haben wir keine mehr. Hä? Nö. Oha. Ja, die haben sowieso keine Chance. Ich hätte einfach nach vorne kommen und sie besiegen. Aber so geht Krieg eigentlich, dass wir gar nicht die Truppen zu uns lassen, dass wir sie einzeln angreifen und dann die Schlacht beginnen. Das ist einfach wichtig. Sonst haben wir keine Chance. Bogenschützen greift die an, noch nicht. Aber die machen leider nichts, gar nichts. Es ist recht schwer hier zu steuern. Es ist auch ein bisschen leckt, also. Und die Szene ist halt nicht so gut in den Schlachten. So, wir greifen an, die können nicht angreifen. Dann greifen wir schön an. Und boah, hier ist ein Pferd noch tot. Sie greifen uns an. Dahinter.
dass wir noch ein paar gestorben. Ne? Hinten sind noch Pferde gestorben, die müssen angreifen, sonst haben sie keine Chance. Jetzt keine getroffen. Ich glaube, das ist eher an der Engine, dass es leckt im schnellen Modus, weil die einfach nicht das alles so schnell bearbeiten können. Deshalb, ja. Ich weiß nicht, wieso ich nicht angreife, aber ich habe irgendwie Spaß daran. Ja, wir werden angegriffen, ihr armen Teufelchen. Nur noch die Generale angreifen. Wir töten den General, bevor wir angreifen. Feuer! Regen auf die Truppen der Makedonier. Hahaha. Da ist jemand eingeäscht worden. Noch einer. Oh, noch viele. Sehr schön. Das tut gut. Bekommt ein Level up bald, bitte. Eine Ausbildungsstufe, also eine Rangstufe. Sie noch nicht tot. Du greifst überhaupt nichts an. Stirb endlich, du Noob. Das sind die bösen Spartaner. Die merken, die haben keine Chance, da greifen sie nicht an. Oh, jetzt ist er bald tot, jetzt ist er bald tot. Ja, aber so, wenn die so angreift, werden die... Ja, jetzt bald tot. Der hat sicher bald keinen Lebenpunkt mehr. Komm, wir greifen ihn alleine noch an. Das hat Schaden gemacht. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Verstärken? Nö, kein Bock. Wir werden angegriffen. Naja, geht noch einige Zeit. Komm, wir greifen den an. Pferde sind einfach Schwäche gegen ihrem Ding. Also sie greifen jetzt an. Sie greifen an, zurück. Sie haben wieder keinen Moom. Ja, jetzt greifen sie alle an. Was machst du da? General, die musst du nicht selbst machen. Ach komm, jetzt greif ich einfach an. Nicht normal. Ist nicht zum Aushalten. Oh, langsamer, langsamer. So, und ihr greift auch. Dann greift mal die an. Die hauen immer ab. Ist nicht so gut, wenn die immer abhauen. Die anderen dürfen ja nicht irgendwie
schlechte. Ja, jetzt. Stoppen. Sehr gut. Scheiße, alle daneben. So. Und mit den Pferden werde ich mal angreifen, die angreifen. Komm, Bogenschützen, haut hier mal ab, bitte. Ihr habt echt nichts dort verloren. In der Front. Jetzt haben sie sogar ab. Keine Chance, wir haben noch. Ja, wir sind auch dort reingegangen. Die werden jetzt zersäbelt. Boah, die werden so fett zersäbelt. Das wird so ein fetter Sieg, das ist genial. Nein, nicht angreifen! Ich bin doch dort, du Nubienus. Ich muss unbedingt zu den anderen Pferdchen. Lob sei den Göttern! Zu den anderen Pferdchen. Unserer Feinde sind mit Furcht erfüllt, sodass sie fliehen. Dann gehe ich dort rein, die schon abhauen. Weil die werden die abhauen, die, dann sind sie schneller, habe ich so das Gefühl. So gehe ich dort rein, in den Milizsoldaten rein. So. Und die greifen nochmal an? Nö. Können nicht mehr angreifen. Ah, die greifen dort an, ja. Gut. Dann machen wir das noch, wenn wir können. Ja, ja, wir können schon noch. Nicht so blöd abhauen. Geht es schon. Ich brauche unbedingt noch ein paar Generalsauszeichnungen. Komm, das schafft ihr noch. Ja, das schafft ihr noch. Sehr guter Kampf. Oh. Sehr schön. Die hauen nicht ab. Die hauen nicht ab. Und fliehen. Fett rein, rein. Yes. Ja, aber weiter reiten. Bei Mountain Blade Warband sieht das immer so cool aus, aber in diesem Spiel, naja. Muss noch, also, hätte Besseres gemacht werden sollen. So, weiter. Ja, sehr schön. Kommt endlich mal ein Level up über, bitte. Einfach mal bekommen. Ja, beim letzten. Beim letzten bekommen wir ein Level up von diesem Truppenpanzer. Ja, eben so ein besseres. Besserer Angriff. Ne, Angriff sind die Rüstungs-, also die Schwerter-Symbole. Dieser Sieg ist der Götter würdig. Ein Tag des Triumphes, um ja, darüber. Wir haben fast keine Truppen verloren. Zwei Truppen haben wir verloren. Eieieiei. Schade, nichts bekommen, aber das ist wahrscheinlich auch, weil wir haushoch überlegen sind und so weiter. Ein ruhmreicher Sieg. Ja, das ist wirklich ein ruhmreicher Sieg. Aber jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen verstecken. So. Weiter geht es nicht, Sire. Wir gehen auf die andere Seite von Athen und. Schiffe können dort nicht hin. Ja, belagern dann. Nein. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. So. Und schauen wir noch die anderen Sachen an. Hier ist eine Rebellenflotte. Die ein bisschen stark ist, hä?
Wir können jetzt nicht weiter. Ja, die hat zwei Schiffe. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll, aber hier habe ich doch irgendwas gesehen. Es ist nur der Schatten gewesen. Ich dachte, es wäre das von der Stadtmauer gewesen. Weil ich habe ja hier auch eine vernichtete Stadt gemacht. Schlacht hier bei der Stadt Syrakus. Dass die nicht sichtbar sind bei Städten, kann ich nicht verstehen. Da haben die Entwickler wahrscheinlich zu wenig Zeit gehabt oder so. Bordesholm. Das ist sicher Köln oder so. Und das ist Franken. Frankfurt. Markomannin. Kennt ihr sicher die Markomannin? Ja, wenn ihr es ein bisschen. Ja, Meister. Die Antike kennt. Und ja, das ist die Stadt Markomannin. Ja, dann müssen wir noch die zweite Stadt finden. Oder ist die oben? Ich glaube, die zweite Stadt ist oben. Dann gehen wir runter zu den Seleukiden. Ne? Ah ja, Ägypten. Was machen die beiden Wertungen? Alle Seiten. Ägypten ist zweiter Platz. Ja. Ägypten muss ich unbedingt dann noch angreifen, aber... Ja, das wird ein Hammer. Das wird ein Hammer... Ja, das wird episch sein. Erwarte eure Befehle. Ja, Meister. Unmöglich, Herr. Gebe mich in da oben haben sie natürlich ganz viel. Erwarte eure Befehle. Ich mach mal Waffenstillstand und den. Ja, die haben immer noch keinen Grund. Betreibt's nicht. Die haben wir benutzt, also weitergezogen. Erwarte eure Befehle. Und wo ist jetzt da überall noch einer? Wir müssen unbedingt dieses Byzantium einnehmen. Aber wie, weiß ich jetzt noch nicht. Das können wir dann im nächsten Part eventuell ausmachen. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss, euer Drago. Auf Wiedersehen.